Es ist Dienstag, der 8. Dezember. Ich begrüße euch ganz herzlich mit Psalm 66. Der 12. Vers sagt: Du hast Menschen über unser Haupt dahinfahren lassen. Wir sind durch Feuer und Wasser gegangen, aber du hast uns herausgeführt ins Weite. Der Leiter von einem Altersheim hat mir erzählt, genau diesen Vers, den haben sie erlebt. Zuerst ist die grosse Flut gekommen, hat einen grossen Teil vom Heim überflutet und nachher durch einen Kurzschluss, der dadurch ausgelöst wurde im untersten Stockwerk, hat es dann noch einen Brand gegeben und dann ist dann noch ein Teil von diesem Altersheim in Flammen aufgegangen. Und sie haben beides innerhalb von kurzer Zeit erlebt, Feuer und Wasser, die gefürchtetsten beiden Naturkräfte. Aber zum Glück waren sie rechtzeitig gerüstet, sie haben sich evakuieren können. Kein Mensch ist direkt an Leib und Leben zu Schaden gekommen. Wenn man heute zu diesem Altersheim herkommt oder sogar rein gehen kann, was ich neulich Gelegenheit hatte dazu, dann würde niemand denken, dass das Heim einst zwei Katastrophen miteinander erlebt hat. Im Gegenteil, sicher, jetzt, wo man es wieder neu gemacht hat, hätte man es sogar noch schöner machen können als früher. Es gibt ja auch ganz neue Materialien und Methoden. Etwas ist sicher zurückgeblieben. Zum ganz grossen Teil ist eine Dankbarkeit. Dann war es so schlimm gewesen, aber niemand von uns hat einen grossen Schaden erlitten. Es hat sicher auch da oder dort noch einen kleinen Ärger, weil vielleicht ein Album ist verbrannt, das nicht hätte sollen, oder sonst persönliche Sachen. Und natürlich war es sehr viel Arbeit gewesen, das wissen noch alle. Das war eine mühselige Sache gewesen, bis es wieder so ist angestanden, wie es heute ist. Der Psalm 66 erwähnt noch ein bisschen eine andere Dimension. Es ist nicht einfach so das blindwütige Schicksal. Es ist nicht so die unberechenbare Natur, der kann man ja noch verzeihen, da kann man ja nicht sagen, diese oder jene ist die Schuld. Da kommt man besser darüber hinweg. Hingegen redet ja der Psalm davon, dass Menschen dahinter gestanden sind, dass hier andere durch Feuer haben müssen oder durchs Wasser haben müssen. Und darum ist dann die Gemütslage ganz eine andere. Man kann sagen, die ist es gewesen. Wegen denen ist es passiert. Wegen denen haben wir so müssen leiden. Leute, die ein Feuer angezündet haben, zum Beispiel ein Feuer von Hass, die Hass haben geschürt. Leute, die Zerstörung haben angerichtet. Leute, die vielleicht eine Flut von Negativem haben losgetreten. Oder in Bewegung gebracht. Das kann über die Presse gehen oder auf viele andere Arten kann das geschehen, dass jemand in einer solchen Flut nachher fast versinkt. Und dann muss man am Schluss sagen, das waren Menschen gewesen, die das zu verantworten haben. Feuer und Wasser ist beides in diesem Kübel innen symbolisiert. Das ist nämlich ein alter Feuerwehrkübel. Im Mittelalter hat jeder Haushalt so einen Feuerwehrkübel müssen haben, wo man noch keine Schläuche und Pumpen hatte. Das hat geheissen, die Leute haben eine Schlange gebildet von einem Gewässer nachher zu einem brennenden Haus fürs Löschen. Darum heisst es eben nicht nur Wattenwil Pfarrhaus da drauf, das war der Pfarrhauskübel mit dem schönen Berner Bär, sondern auch noch Kito Kito auf Latinisch. Der Pfarrer hat das verstanden. Das heisst nämlich, macht schnell. So konnte man jemanden Brände löschen, das waren noch die harmloseren. Und jetzt sehen wir aber auch etwas, das noch besser ist als so ein Feuerwehrkübel. Das heisst nämlich, du hast uns ins Weite geführt. Gott selber, du hast uns ins Weite geführt. Wenn jemand das sagen kann, dann ist die Welt nicht mehr die gleiche wie vorher. Und ich glaube, viele können sagen, dieses oder eins, Feuer oder Wasser hat mich erreicht, hat mich bedroht und ich bin innen rausgekommen. Aber nachher kann man nicht mehr einfach zur Tagesordnung. Die Welt ist nicht mehr die kleine Welt, die so gefährdet ist, die halt schnell mal brennt, die halt noch schnell mal ersoffen ist, irgendeine Flut. Sondern es ist eine andere Welt. Das heisst, du hast mich in die Weite rausgeführt. Es ist eine viel weitere Welt. Warum? Es ist eine Welt, wo auch noch ein Himmel drüber ist. Ein gnädiger Himmel. Ein Himmel, der eine mächtige Hand eingreifen kann, der nicht nur so ein Kübel bringt, sondern der mit seinen grossen Engelsherr kämpfen für uns, der seinen Sohn hat geschickt, für ein Kreuz zu sterben für uns, und der jede Art von Problem anpacken und auch lösen kann. Das ist nachher die weite Welt. Und wer weiss, vielleicht müssen wir gerade zwischendurch durch Feuer und Wasser, für das wir nachher verstehen, was es heisst, wir sind in eine Weite rausgeführt worden. Unter unseren Füßen ist zwar der Boden, aber über uns ist auch noch der Himmel. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.